ein herzliches Willkommen zu einem weiteren spannenden Tag in Hogwarts. Seid gegrüßt, schön, dass ihr wieder dabei seid. So, ich bin jetzt hier, wie versprochen, und wir gehen jetzt runter in die Kartenkammer. Ich war in Hogsmeade, hab Klamotten verkauft, ich habe auch die beiden Knuddelmuffs verkauft, die wir mehr hatten, weil mehr als ein Pärchen brauchen wir nicht. Und wir haben jetzt, ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, irgendwie so um die 11.000 Galleonen. Heißt, wir können demnächst auch wieder richtig shoppen gehen. Aber jetzt machen wir erstmal weiter mit der Hauptquest. Weil da bin ich auch schon ziemlich gespannt. Sie täten gut daran, diese junge Person nicht zu unterschätzen. Ihre Begabung für Magie übertrifft alles, was ich je gesehen habe. Und ich unterrichte schon sehr lange. Wie schön, einen solchen Schüler zu haben. Das kann es sein. Da sind Sie ja. Ich habe Ihre Eule erhalten. Ich konnte mit Lodgok reden, dem Kobold, den ich erwähnte. Was haben Sie erfahren? Er und Ranrock standen sich nahe, aber sie haben sich zerstritten. Glauben Sie, man kann ihm trauen? Ja, er wirkte aufrichtig auf mich. Und Sirona Ryan vertraut ihm. Nun gut. Gesetzt dem Fall, wir müssen trauen die Brille absetzen. Hilft er uns, Ranrock zu finden? Ich habe einen gestohlenen Helm geborgen, mit dem er Ranrocks Vertrauen zurückerlangen will. Nicht schlecht. Hoffen wir, dass sich Ihre Bemühungen auszahlen und wir etwas über Ranrocks Pläne erfahren. Lodgok hat erwähnt, dass Ranrock etwas sucht. Konnte mir aber nicht sagen, was. Vielleicht birgt der Helm ein paar Antworten. Ranrock sucht irgendetwas? Das hatte ich befürchtet. Bei meinem Besuch meines Porträts in meinem Schloss hörte ich ungewöhnlich viel Betriebsamkeit. Kobold und Zauberer, vermute ich. Schloss Rookwood? In meinem ehemaligen Zuhause, ja. Und in dem Schloss findet Ihre nächste Prüfung statt. Leider ist Victor Rookwood Ihr Nachkomme. Ein schwarzer Magier. Und im Bunde mit Ranrock. Mein Nachkomme? Ein schwarzer Magier? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Trotz der Hindernisse, die Sie erwarten, müssen Sie sich sofort auf den Weg zu Schloss Rookwood machen. Es ist nicht nur der Schauplatz der nächsten Prüfung, sondern birgt auch eine Energiequelle, die in den falschen Händen verheerend wäre. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit. Allerdings zweifle ich nicht an Ihren Fähigkeiten. Finden Sie schnellstmöglich mein Porträt. Gut, Sir. Ich bin schon unterwegs. Die Synchronisation ist echt genial. Viel Erfolg. So, okay. Sputen wir uns. Wir treffen uns in Schloss Rookwood. Machen wir. Mal gucken, jetzt kriegen wir bestimmt 27.000 neue Klamotten, oder? Ich warte nur auf die Eulen. Ich warte nur auf die Eulen. Oben raus, unten raus. What's los here? Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Sage ich auch immer wieder. Revelio. Und ...500 nehmen wir doch direkt mal mit. So. Nur das Wort wissen. Ich wollte noch mal eben ganz kurz gucken. Und zwar haben wir 11.464 Galleonen. Wir sind nicht nur der beste Zauberer, wir sind auch fast der reichste Zauberer. So, aber irgendwie kriegen wir keine neuen Aufträge, ne? What's? Heißt das jetzt tatsächlich, ich muss... Revelio. Ich muss
Ah doch, jetzt hier, guck. Die Rockwoods-Prüfung, genau, die machen wir jetzt. Und an dem Schloss müssten wir schon gewesen sein. Das heißt, wir müssten rein theoretisch, wenn mich nicht alles täuscht, auch schon eine Flohflamme haben da hinten. Fast da hinten. Aber wir haben die Flohflamme hier. Das heißt, wir reisen da mal hin. Entschuldigung. Schwingen uns auf den Besen und machen die Prüfung hier fertig, oder? Wer hier wohl wohnt? Ja, wer hier wohl wohnt? Sebastiano wohnt hier. Ich benutze eigentlich den Hippogreif viel zu selten, aber ich mag da Besenfliegen so. Habt ihr gesehen, wie galant ich das gemacht habe? Und auf den Punkt fast gelandet. Ja, ich bin so weit, bin ich nie weg, du brauchst nicht. Ich sehe dich doch. Was geht hier vor sich? Professor Rookwood hatte recht. Hier wimmelt es von Victor Rookwoods Handlangern und Renrocks Anhängern. Sie machen gemeinsame Sache, aber sie mögen sich eigentlich nicht. Sie werden mir wohl zustimmen, dass wir einen anderen Weg hineinfinden müssen. Quatsch. Ich würde zustimmen, wenn wir sagen würden, wir... rumzustehen und auf Rookwoods Befehle zu warten, soll er doch selber kämpfen. Wir gehen hier mal mit dem Knall rein, oder? Mal eben so viel dazu. Lächerlich, nicht wahr? Renrock will, dass wir das Kind finden, aber... So. Revelio. Wie? Nichts zu looten? Wie enttäuschend. Renrocks Rebellion hält niemand auf. Komm her, du kleiner, stinkender Kobold. Du weißt ja nicht, mit wem du dich ablegst. Ist mir schon bewusst. Ich hoffe, du weißt, mit wem du dich anlegst. Ah, da oben. Da kommen wir rein. Levioso. Akio. Wingardium Leviosa. Na, ich habe wieder den falschen Zauber, ich weiß, aber... Leviosa. Du hast keine Lust, das Zauberdeck zu wechseln. Akio. Wingardium Leviosa. Ich werde es wohl aber müssen. Leviosa. Das klappt sonst so nicht, oder? Komm ich da auch? Da ist ein weiter Sprung, ne? Ja, das klappt. Wenn ich gewusst hätte, dass du das halbe Land umgreifst. Ich müsste nicht rumgraben, wenn du mir endlich das Kind bringen würdest. Wir bräuchten das Kind nicht, wenn du keinen Drachen geschickt hättest, um den Behälter zu holen, für den ich dem Ministerium zahllose Gefallen getan habe. Du hast sie einsteigen lassen. Meine Möglichkeiten waren beschränkt, denn in dieser verdammten Schule wäre er außer meiner Reichweite. Hast du hier nicht genug Einfluss erlangt? Ich habe dich das Haus meiner Familie untertunneln lassen. Mich lassen? Du bist hier, weil du von einem Hüter abstammst und in Zukunft eventuell irgendwann von Wert sein könntest. Wir hatten uns geeinigt. Ich teile die Macht mit dir, die ich gefunden habe, und du findest die noch verborgenen Magievorräte. Also,
Wenn du keine weitere Demonstration meiner Macht sehen möchtest, einer Macht, die du selbst begehrst, bring mir das Kind. Ah, da war ein Stift in der Hose. Wir wussten, dass sie hinter ihnen her sind, aber jetzt wissen wir, dass sie Speicher der Magie suchen. Und Ranrock weiß von den Hütern. Ja, das habe ich auch gehört. Professor Rookwood sagte, dass sie nach der nächsten Prüfung mehr verstehen werden. Dann mal auf in das Schloss. Ja, dann würde ich sagen, Soll ich deiner Mutter noch was übermitteln? Noch, du Großmaul. Antio! Expelliar Protego! Confringo! Schön, dass du mal vorbeikommst. Das wirst du nicht. Autschi! Die alte Schwere, was hat denn der gemacht? Ich hab das Gefühl. Jetzt ist es passiert. Levioso! Akio! Stufe! Das ist ein bisschen knackiger. Die waren schon ein bisschen knackiger. Revelio. Kistchen. Ich muss erst einsammeln. Jetzt machen wir keinen Stress hier. Gehört. Revelio. Da müssen wir hin. Das ist auch noch was. Ah ne, das ist der schöne Stein, den wir eben hatten, aber da war noch eine Kiste. So. Revelio. So viel Loot, tut so gut. Darum oder darum? Ich habe keine Ahnung. Na, wir werden sehen. Alle Wege führen nach Rom. Revelio. Oh, da unten sind ganz viele Rätsel, ne? Die wir. Oh.
Er ist schon da, ist klar. Das ist wohl der schnelle Weg nach unten. Konfringo! Was hat es mit den Symbolen an den Wänden auf sich? Das weiß ich auch noch nicht so genau. Das hat es. Ich kenne solche Symbole. Ich muss sie alle finden und sie dann schnell hintereinander verzaubern. Konfringo! Also, geht doch. Revelio. Koboldspuren. Sie sind uns einen Schritt voraus. Folgen wir ihnen. Solche Keller liebe ich. Vorrat und die Quelle von Renrocks Macht. Sieht leer aus. Warum sind sie noch hier, wenn sie alles entnommen haben? Renrock sagte, dass es noch mehr zu finden gibt. Wenn er damit recht hat, liegt es womöglich hier. Wo auch immer es ist, wir müssen es finden, bevor sie es tun. Wo ist das Revelio? Ja, wo ist das Porträt? Ich habe etwas gehört. Ich hatte gehofft, dass sie es sind. Professor Rookwood, die Kobolde und die schwarzen Magier im Schloss suchen nach Magievorräten und haben eine Art Behälter aufgebrochen. Nein, es ist noch schlimmer, als ich gedacht habe. Wenn, wie sie es Percival sagten, ein Kobold in seinem Verlies mächtige Magie wirkte, dann haben sie irgendwie gelernt... Das kann nicht sein. Und die wissen, dass sie ein Hüter waren. Renrock nutzte den Begriff. Das ergibt keinen Sinn. Wie hat... Das besprechen wir später. Jetzt müssen sie die nächste Prüfung absolvieren. Sagen Sie mir einfach, wo ich hin muss. Sie müssen diese Macht zuerst vollkommen begreifen. Dafür sorgen diese Prüfungen. Macht ohne Wissen ist enorm gefährlich. In den falschen Händen. Wir müssen Renrock überlisten. Und meinen unseligen Namensvetter. Gut, Professor. Sagen Sie mir, wo ich hin muss. Ich werde es Ihnen zeigen. Professor Fick muss Sie jetzt verlassen. Wow. Verbinde dich mit der alten Magie. Revelio. Verbunden. Ich würde mich Ihnen anschließen, wenn ich könnte. Naja, ist klar. Das höre ich jedes Mal. Ich würde ihr helfen, wenn ich könnte, aber momentan habe ich gar keine Zeit. Revelio. Ach, das sieht mal cool aus, ne? Der Boden hier. Geil. Ich muss erstmal gucken hier. Oh, guck doch mal, wie geil der Boden aussieht. Konfringo! Okay. Hätte ja möglich sein können. Revelio. Okay, jetzt muss ich wieder irgendwas machen. Einmal von der Seite rein, einmal von der Seite rein, oder wie?
da ist eine fette Truhe. An die ich so aber noch nicht rankomme. Komm, trink! Könnte ich einfach mal sagen, hier entlang bitte, und da ist der Schatz. Wohl nicht. Aber jetzt ist der auf, das ist schon mal gut, da komme ich schon mal wenigstens. Oh. Pustekuchen. Konfringo! Revelio. Jetzt ist der Würfel da und das Dingen ist da. Aber... dieses Drachending ist da. Komm, trink! Ich muss die Säule verschieben, um hier herauszuklettern. Vielleicht ist der Torbogen die Lösung. Jetzt haben wir schon mal alles kaputt gemacht. Ich hoffe nicht, dass das was Nützliches war. Jetzt ist es wieder zu. Jetzt ist alles weg. Ich glaube, ich habe irgendwas kaputt gemacht, weil ich nicht hätte kaputt machen sollen. Kann das sein? Ich habe wieder irgendwas kaputt gemacht, weil ich hätte nicht kaputt machen sollen. Leviosa. Okay, den kann ich anheben. Accio. Legalium Leviosa. Den kann ich anheben. Accio. So, was passiert denn, wenn ich jetzt da durchgehe? Resettet der wieder und ist dann da drin? Nee. Und wenn ich jetzt so rum durchgehe, dann liegt der da, das ist gut. Ich muss die Säule verschieben. Zumindest haben wir schon mal die Truhe gekriegt, ne? So, wenn ich jetzt wieder hier durchgehe, ist der jetzt da drin und schwebt. Okay. So. Wingardium Leviosa.
Gucken wir mal. Nochmal looten kann ich die nicht? Okay. So, jetzt ist die Säule. Da, dann kann ich doch da drauf. Zack. Und dann kann ich da rüber. Zack. So. Ganz einfach eigentlich. Ich hab's geahnt. Ich wusste, dass jetzt wieder der Boden wackelt. Revelio. Da hinten ist was. Ja, ist klar. Muss erstmal hier reingucken, oder? Ich muss erstmal, bevor ich jetzt hier wieder. Hier ist aber nichts. Okay. So? Diese Säule versperrt den Weg. Ich muss sie verschieben. Das ist nicht das Problem, ne? Ringardium Leviosa. Oder vielleicht doch. Jetzt noch mal so hier reingehe. Nichts gibt's, ne? Ringardium Levio. Lässt sich dieser Torbogen irgendwie verschieben? Impulso! Moment, da leuchtet was? Okay, scheinbar nicht. Gucken, hier ist jetzt. Ah, guck mal her. Na, da schau her. Wir wissen zwar noch nicht, wofür gut ist, aber wir nehmen mal mit hier raus erstmal. Dann gehen wir nochmal hier durch. Dann haben wir noch eine Truhe. Und wenn ich die Truhe, den Würfel jetzt daran stelle. So. Ringardium Leviosa. Sonst ist hier nichts. Also das ist, funktioniert schon mal so nicht. So funktioniert's nicht. Der ist schon wieder zu, immer noch zu. Da oben, das muss doch was auf sich haben, oder? Repar. Lumos. Ringardium Leviosa. Defunto. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Accio. Leviosa. Da oben ist auf jeden Fall eine Kiste.
Wo geht's denn hier hin? Komm, trink! Wenn jetzt da runter ist, bin ich tot, oder? Revelio. Da ist auch eine Kiste. Confringo. Akio. Na, guck an, jetzt kann ich sie. Jetzt kann ich sie beide verschieben. Na super, aber. Hatte das jetzt damit zu tun? Da ich davor geschossen habe, oder? Ich muss noch mal gucken gehen. Weil jetzt hätte ich die Säule ja anheben können. Nein. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Confringo! Ich habe keine Ahnung. Verstehe ich jetzt nicht. Wingardium Leviosa. Wie verschiebe ich die Säule? Akio. Expelliarmus. Confringo. Wenn ich den Torbogen richtig ausrichte, sollte ich die Säule verschieben und den Weg freimachen können. Wenn ich den Torbogen richtig ausrichte. Impulso!
Entschuldigung. Wenn ich den Torbogen richtig ausrichte, ja. Confringo! Aber wie richte ich den Torbogen aus? Ich meine. Die Türe bleibt immer zu, egal was ich mache. Da tut sie auch nichts, ne? Confringo! Oder muss ich den jetzt anheben und da rein? Ich habe keine Ahnung. Vingadium Leviosa. Sims kaputt gemacht. Ich weiß nicht, ob die zwei Knöpfe da was auf sich haben. Aber wenn da steht, wenn ich den Torbogen richtig ausrichte. Vingadium Leviosa. Aber wie richte ich den Torbogen aus? Reparo. Defunto. Ich habe keinen Dunst. Nein! Das kann doch nur mir passieren. Ist das mit der Kistchen wiederholen? Vingadium Leviosa. Ich muss erst wieder hier durchgehen, ne? So. Dann ist der immer noch genauso wie vorher. Da muss ich andersrum dann durchgehen. Dann ist der zu, ne? Ja. Dann kann ich den anheben. So. Wenn ich den jetzt davor hau? Passiert nichts. Jetzt wieder hier durchgehen? Passiert auch nichts. Confringo! Okay, ich will euch auch nicht langweilen. Ich experimentiere rum und schalte euch gleich wieder dazu. Ja, okay. Wie beim letzten Mal wieder. Wenn wir das Tor richtig ausrichten, ne? So war's. Mit dem normalen Zauber drauf. Vingadium Leviosa. Ne, da muss ich nochmal durch. Noch nicht verschieben und nochmal drauf. Eben hatte ich's.
Da, hier ist der Amazon. Wollte sagen. Weg mit dir. So, dann können wir durch. Können die Säule verschieben. So, und dann kommen wir auch durch. Ach, nee, nee, nee. So einfach kann es sein. Ich muss tatsächlich mich dran gewöhnen, dass ich auch den normalen Zauber dann benutze und nicht wieder die Spezialzauber. So, ich glaube, hier werden wir nicht drum herum kommen, dass wir kämpfen müssen. Ne? Ihr habt's geahnt, ihr habt's doch geahnt. Mehr nicht? Ich wollte gerade sagen, das wäre doch zu einfach gewesen. Shit. Der hätte mich nicht erwischen sollen. So. Nur direkt mal umgucken. Da geht's links rum. Alte Magie benutzen. So, wenn ich jetzt da drauf schieße, von hier aus, ich glaube, dreht sich der Tor. Ich muss hier nach links gehen. Aber wie? Noch so einen haben wir nicht, ne? Das heißt, wenn ich jetzt hier durchgehe, kann ich mit dem was machen? Nee. Und der bleibt genauso gleich stehen wie vorher auch. Also der dreht sich nach da. Und hier haben wir keinen, wo ich drauf schießen kann, ne? Okay. la 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 la. Revelio. Irgendwie wenig Loot hier, ne? Hier ist eine Säule, aber kein Vorsprung zum Festhalten. Ringardium Leviosa. Hey! Mach doch nicht so was! Confinto! Expelliarmus! Leviosa! Nee, 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 mein kleiner, schlanker Freund. Denkste. Kommt da schon wieder der Nächste. Wie kämpfe ich jetzt nur gegen eine Waffe? Das ist unfair. Ich muss den bestimmt. Aha. Von der Seite sehe ich ihn. Da muss ich wieder durchs Tor. Sonst sehe ich nur die Waffe. Denkst du, mein Freund? Expelliarmus. Ah.
aber nicht mit mir. Reparo. Wingardium Leviosa. So? So? Nee? So? Nee? So? So. Kommen wir immer noch nicht hoch, ne? Nein. Ist zu wenig. Müssen wir noch was haben? Gibt's hier noch was zum Revelio? Außer den gibt's nichts, ne? Den kann ich da runter. Der muss doch irgendwie, genau. Aber. Aha, aha. Hab ich's verstanden. Es ist dunkel hier. So. So nicht, ne? So auch nicht, ne? Sag so. So. Die Idee war ganz gut, aber irgendwie scheint das so nicht zu funktionieren. Warum nicht? Wenn ich jetzt wieder so rum da durchgehe, dann ist der da weg. So, genau so rum sehe ich den ja jetzt. So. Das heißt, der Block ist... Aber ich kann den Block hier anheben. Moment. Ich kann den Block doch anheben und schweben lassen. Leviosa! Treffer auf die Markierungen richten die Torbögen neu aus. Vielleicht geht's ja auf der anderen Seite vorwärts. So. So. Und so. Boah, jetzt fängt ja alles an zu wackeln hier. Revelio. Okay, hier sehe ich jetzt nichts. Jetzt geht's einmal nach da. Kommt da, kommt zwei, ne? So gut, dass wir darüber gesprochen haben. Komm, trinken! Expelliarmus!
So, jetzt nur noch du. Konfrinkung! Expelliarmus! So, dich hätten wir dann auch erledigt. Hier ist wieder alte Magie. Sollen wir eben gucken, ob wir... Da war auf jeden Fall die Schatzkiste. Hier kommen wir weiter jetzt. Die Schatzkiste würde ich mir aber gerne holen, irgendwie. Da müssen wir mal eben rumtüfteln, wie es funktioniert. Ah, okay. Wenn ich rausgehe, ist die weg. Okay. So, heißt... Drehen. Moment, ohne Momente, ohne Momente. Ich muss noch mal raus, glaube ich. So. So. Der ist jetzt verschlossen. Ne, war doch nicht... War falsch gedacht. Da kommen wir hoch, ne? Ne. Revelio. Da kommen wir hoch. Ach, das ist ein ganzer Block jetzt. Regardium Leviosa. Ne. Revelio. Nee. Ich muss, glaube ich, doch erst da hinten reinkommen. Wir halten uns jetzt auch nicht so lange damit auf. Hier ist ja sonst nichts, ne? Weil ich jetzt da reinsetzen könnte, ne? Vielleicht andersrum. Moment, wenn ich erst durchgehe, dann tut sich nichts, weil der ist nicht aktiviert, ne? Ne. Der ist nicht aktiviert. Revelio. Da hinten ist der Block. Nee, nee, komm. Dann gehen wir weiter. Da wäre jetzt bestimmt der Hammer Loot drin gewesen. Dafür nehmen wir die da mit. Du kannst keine Mega-Power-Tränke mehr tragen, na, dankeschön. Revelio. Der hier noch irgendwas? Ne, der hat nichts gemacht, ne? Da ging nur die Tür auf, da findet er, okay. Im Prinzip habe ich ja nur darauf gewartet, dass das Ding wieder wackelt. Trinken.
hier. Protego, Stufo. Komm trinken. Expelliarmus. Expelliarmus. Komm trinken. Ich wollte nur mal einsammeln. Oh Gott, jetzt kriegen wir wieder so ein Monster. Komm, wir können über alles reden. Alter, wir können da über alles quatschen. Ehrlich, wir können echt über alles quatschen. Alter Verwalter. Der haut mir aber ganz schön auf den Arsch. Wo ist er denn jetzt? Ach, genau die falsche Richtung. Scheiße, ich hab dir gar nichts getan. Ich soll doch ein großer Zauberer werden. Du kannst mich nicht töten. Auchi. Contrinto, Expelliarmus. Protego, Stufo. Stufo. Contrinto, Expelliarmus. Stufo. Legion. Contrinto, Expelliarmus. Protego. Mama mia, der war... Na endlich. Der war mal ein bisschen knackiger. Revelio. Aber irgendwie... Ich meine, ich bin mehr Blut gewohnt. Protego! Revelio! Nö. Dann war tatsächlich. Dann wollen wir mal gucken.
Nun, ich bin neugierig auf Isidoras Reisen. Nur herein. Hier, setzen Sie sich. Isidora, wir würden zu gern alle erfahren. Es geht los. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Vater, das sind meine Kollegen von Hogwarts. Oh. Vater spricht nicht mehr seit dem Tod meines Bruders. Auf meinen Reisen konnte ich meine Vermutungen bestätigen. Es liegt in unserer Kraft, Schmerzen zu nehmen. Hm. Isidora. Was haben Sie getan? Ich habe ihn befreit. Das ist unerforschte Magie, Isidora. Man sieht nur, was im Glas verschlossen wurde. Wir wissen nicht, welche Macht damit verbunden ist. Ah, die Spuren okay. dieser Magie sind anders als alle, die ich kenne. Das ist Jules rote Magie. Danke. Das ist diese rote Magie. Jetzt kriegen wir gleich wieder einen Haufen Aufträge. 100%. Sie sind zurück. Und sogar in einem Stück. Es ist schön, Sie wiederzusehen. Professor Rookwood hat mir erzählt, was auf Schloss Rookwood passiert ist. Angesichts der vorherrschenden katastrophalen Umstände ist es ein großes Glück, dass eine so kompetente Person diesem Weg folgt. Danke, Professor. Ich werde das zweite Artefakt hüten, wie Sie mir geraten haben. Gut. Kann es weitergehen? Ich bin bereit, was auch kommen mag. In diesem Fall ist es Zeit für eine Einführung. Darf ich vorstellen? Neve Fitzgerald, ehemalige Schulleiterin von Hogwarts. Wie geht es Ihnen? Ich gebe zu, es überrascht mich eigentlich kaum, dass ein Schüler die Prüfungen absolvierte. Ich war stets überzeugt, dass Hogwarts-Schüler alles schaffen, was sie sich in den Kopf setzen. Danke, Professor. Ebenfalls sehr erfreut. Ich bin mir sicher, dass Sie meiner Prüfung mehr als gewachsen sein werden. Jedoch muss ich zuerst den Ort Ihrer Prüfung, wie soll ich sagen, vorbereiten. Wir vertrauen Ihnen, Professor Fitzgerald. Sie sollten am besten wissen, wie man mit dem Umstand umgeht, dass, nun ja... Mit einem hochmütigen und ärgerlichen Schulleiter? Das sollte ich wohl. Ich werde sogleich bestätigen, dass alles in Ordnung ist. Natürlich. Professor Fitzgerald braucht etwas Zeit, um den Weg zu räumen. Bis dahin sollten Sie weiter an Ihrer Magie arbeiten. Machen wir. Sagen Sie Bescheid, sollten Sie in der Zwischenzeit mehr über Renrocks und Victor Rookwoods Aktivitäten erfahren. Sehr gern, Professor. Ja, ich weiß. Ich soll meine Zauberkunst verfeinern. Sie lernen schnell. Hoffentlich hören Sie auch bald von Lodgok. Dann erfahren wir, wie es ihm mit dem Helm ergangen ist, den Sie besorgt haben. Das war gute Arbeit, wie immer. Wir sehen uns bald wieder. Gut. Ja, schön. Es ist Winter. Ihr wisst, was wir als nächstes tun, ne? Ihr könnt's ahnen, oder?
Hogsmeade. Im Winter. So, und da sind wir wieder in unserem Schlafraum. Liebe Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich habe die Folge einmal in der Mitte geteilt, weil die sonst zu lang gewesen wäre. Ich habe wieder Probleme raufladen. Geht ja jetzt insgesamt eine Stunde, ja, 7, bis ich fertig bin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Was wir dann machen, Überraschung, ich weiß es selbst noch nicht. Schauen wir in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch, da kommt schon die Post. Nati, erzählte mir von deiner Begegnung mit den Wilderern. Ich habe auch ein paar Neuigkeiten über sie. Können wir uns bald treffen? Na klar, Poppy. Ich fürchte, einiges von dem, was ich aufgedeckt habe, hat mit dir zu tun. Da kommt bestimmt jetzt noch was. L3 Nachricht lesen tun wir dann in der nächsten... Ah, komm, jetzt tun wir in der nächsten Folge. Genau, liebe Leute, ich wünsche euch wie immer einen schönen Tag, schönen Abend, einen schönen guten Morgen, je nachdem, wann ihr die Folge hier gesehen habt, bleibt mir gesund und auch gewogen. Euer Dexter, bye bye.